Na dann. Willkommen zu einem neuen Stream. Endnachricht aus. Zum letzten Stream des großen Streaming-Projekts. Endnachricht aus mit dem Zwergenfürst. Ja, wir spielen weiter dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ja, wenn ich mich nicht allzu bekloppt anstelle und mich nicht allzu viel verrenne, schaffen wir das heute in diesem Stream bis zum Ende. Wir sind schon raus aus der Anstalt, wir sind schon ausgebrochen, wie ihr seht. Das letzte Kapitel des Spiels, das kriegen wir jetzt auch noch. Wenn nicht, muss ich den Stream ein bisschen überziehen. Also ich denke, wir schaffen das heute. Brückengeländer. Ja, im letzten Part hat uns im letzten Stream schon der HW verraten, gespoilert, was wir hier mit dem Brückengeländer machen können. Ja, da können wir hier das Abschleppseil drüber hängen. Sehr schön. Geh zur Straßensperre. Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Die Bullen sind da. Die wollen uns gefangen nehmen. Wollen uns wieder zurück in die Anstalt karren. Ich würde gehen wir erstmal zur Straße zurück. Wir müssen einen anderen Weg nach Hause finden. Diese Straßensperre wird uns nicht hindurchlassen. Die Böschung. Hier ist der Unfall passiert. Uferweg. Vielleicht können wir hier durch den Uferweg hinüber das Abschleppseil. Und der Pookie hat wieder was zu sagen, zu kommentieren. Lass mal den Pookie kommentieren. Ein nicht nur besonders atmosphärischer Screen, sondern auch sehr aufwendig. Ich habe hier immerhin eine der größten Spezialanimationen für Edna verwurstet, mit insgesamt unglaublichen 8 Frames. Außerdem diese schöne Hintergrundanimation, dieser Wasserstrahl. Man kann nur hoffen, dass der Spieler diesen Raum zuerst betritt, bevor er die Quelle dieses Rinnsals auf dem Brückenscreen entdeckt. Ach du Schreck. Das verdirbt so ein bisschen die Schönheit des ganzen Screens nämlich. Ja, schade. Wir haben es im letzten Stream gesehen, woher die Quelle kommt. Hui! Und wieder zurück. Hui. Tarzan. Oh, ja. Hübsche Animation. So, kommen wir bei den Fluss. Hui. Da sind wir hier in der nächsten Screen. Ein Tor. Benutzen wir das Tor. Geht nicht. Das Schloss ist zugerostet. Das hatte ich schon irgendwie erwartet, dass wir das vielleicht nicht durchkommen. Podo-Schläger. Wie stellst du dir das vor? Soll ich den Rost einfach abklopfen? Wäre eine Idee wert. Ja, da fehlt definitiv eines von diesen Drücken- oder Ziehen-Schildern. Ja, ganz bestimmt. Da müsste dann allerdings Verzweifeln draufstehen. Das auch. Mit der Schere. Die Fähigkeit, Löcher in den Rost zu schneiden, kommt erst im Patch. Ach Mensch, das Spiel ist doch 2013 rausgekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist ja der Patch, der kommt ein bisschen später. Der hat sich ein paar Jahre verzögert. Topf, unser Topf drüber stülpen. Das Tor sollte sich ein Beispiel an diesem Topf hier nehmen. Der ist rostfrei. Das stimmt. Einmal unterschreiben drauf. Das trägt die Handschrift von Väterchen Rost. Gut. Das trägt die Handschrift von Väterchen Rost. Das hat man ja noch gar nicht. Fluss. Tief und unergründlich. Kommt vielleicht Poloschläger mit dem Fluss. Ich behalte den Poloschläger lieber griffbereit. Vielleicht wohnt ein unheimliches Sumpfding in diesem Modderloch. Das könnte du sein. Du spielst es auch so gerne, Polo. Harvey. Harvey mit dem Fluss. Kombiniere Harvey mit Fluss. Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird.
Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Tja. Vielleicht benutzt man einen Schlüssel für das Tor. Nanu? Das ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist einfach nur zugerostet. Tja, oh, wie schade. Hätten wir sehr gut mit dem Schlüssel, dem Generalschlüssel aufschließen können. Was hältst du von diesem Tor, Harvey? Ah, unser Spezialgebiet. Spezialgebiet? Nee, das hatten wir schon. Vielleicht der Fußnagel. Verflucht. Da ist einfach zu viel Rost. Tja, vielleicht. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Mhm. Autsch. Aber ja, wir sind's durch. Gehe zum Friedhof. Ja, vorher will ich noch. Kann ich nicht mit dem Tor reden? Sehr schade. Mit dem Fluss kann ich aber reden. Huhu! Wenn dort unten jemand mit einem Betonklotz an den Füßen ist, will ich es nicht wissen. Ja, schön. Ja, für diesen Screen wurde eine Aktion geschrieben und aufgenommen. Für eine Item-Kombination, die niemals passieren kann. Und zwar benutze Abschleppseil mit Fluss. Das kann ja gar nicht passieren, weil man das Abschleppseil bereits an die Brücke gehängt haben muss, um sich rüber zu schwingen. Deswegen vollkommen sinnlos. Ich war offensichtlich sehr müde, als ich diesen Raum gescriptet habe. Ja. Aber besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Schade. Sehr interessant ist, dass die Reaktion ist, wir haben jetzt keine Zeit zum Angeln. Wir sind ja nicht in Azeroth. Was nochmal einen daran erinnert, dass tatsächlich Edna bricht aus nicht so alt ist wie World of Warcraft. Und bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, dass mich Edna bricht aus tatsächlich von World of Warcraft gerettet hat. Weil als ich Edna bricht ausmachte, hatte ich keine Zeit mehr dafür und habe es danach nie mehr angefangen, weil natürlich alle Leute an mir vorbeigelevelt haben. Aber ich drohte süchtig zu werden. World of Warcraft! Edna bricht aus hat mich quasi zweimal gerettet. Einmal von meinem Studium und einmal vor World of Warcraft. Das ist doch super. Und Edna bricht auch das aus, doch. Nein, ich kann nicht reden. Ist ja was ganz Neues für euch. Und Edna bricht aus. Ja, ganze Wunder gewirkt. Den Poki vor seinem Studium und den Poki vor World of Warcraft gerettet. Oh. Friedhof. Da wurde Friedhoft. Ja. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Auch in seinem letzten. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in Leberzirrhose zerstört worden. Matthias Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Weia. Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Belastendes Material gegen Dr. Marcel. Okay. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns von hier weg, ja? Du hast doch nicht etwa Angst, oder? Wo? Auf dem Friedhof bei Nacht. Wer sollte denn da vor Angst haben? Das finde selbst ich unangebracht. Stimmt auch wieder. Protoschläger mit Grab. Das finde selbst ich unangebracht. Stimmt, Unterschrift auf Grab. Das finde selbst ich unangebracht. Stimmt, Zickzackschere mit Grab. Das finde selbst ich unangebracht. Stimmt, Topf mit Grab. Das finde selbst ich unangebracht. Hast recht. Hast recht, Unterschrift mit Grab. Das finde selbst ich unangebracht. Finde ich auch so. Unterschrift mit Grab. Echt. Zu spät. Schon kalt. Oh, okay. Für den kommt jede Hilfe zu spät. Aha.
Das finde selbst ich unangebracht. Hast aber recht. Fußnagel mit Korb. Nee. Modrig ja, rostig nein. Gut, noch ein Grab. Sieglinde, Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Hoppla. Na Pucki, was hast du dazu zu sagen? So, wir befinden uns jetzt endlich auf dem kleinen Gelände der Kirche, also hinten auf dem Friedhof. Die Kirche hat ja bekanntermaßen einen Wiederauftritt in Harveys Neue Augen. Das heißt, wir nähern uns diesem Bereich von Edna Bricht aus von der anderen Seite. Und hier gibt es halt eine ganz exklusive Überschneidung. Und zwar haben wir als kleinen Easter Egg diesen Screen eingebaut. Lilly betritt vom Kirchhof aus, kann sie diesen Screen betreten, guckt sich einmal kurz um und geht raus. Besonders imposant ist da natürlich der Vergleich der Auflösung. Wir haben den Screen in Originalauflösung drin, also mit 800x600. Und es ist nur so ein kleines Rechteck auf dem Bildschirm, das ja HD-Größe besitzt. Kein Wunder, dass sich Lilly da nicht lange aufhalten will. Okay. Geht auch nicht. Schnell runter hier, sonst finden wir noch Mattis Grab. Dieses Grab. Ja, hier gibt's nichts mehr zum Interagieren. Sehr schön. Hat auch schon Harveys neue Augen gespoilert. Wir müssen irgendwann mal Harveys neue Augen als Livestream-Projekt machen. Jetzt erstmal nicht. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn ich das abgeschlossen habe. Ja, aber irgendwann. Pucki hat's ja schon ordentlich gespoilert. Das Grab. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Aha, wodurch er wohl gestorben ist. Tja. Das finde selbst ich unangebracht. Stimmt. Bruno-Steger mit Grab. Das ist wirklich Kirchturm. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Oh, da müssen wir wohl das Tor aufkriegen. Und zack. Ich bekomme das Schloss nicht auf. Vielleicht ist es nur verrostet und du musst... Ja. Da würde diese eine Tube nicht ausreichen. Aber das Problem ist ohnehin nicht der Rost. Das Problem ist das Schloss. Ich habe aber einen Schlüssel mit dabei. Einen Generalschlüssel. Leider nein. Kein Generalschlüssel für dieses... Für dieses Tor. Eine Kirche. Sind Poloschläger in Kirchen erlaubt? Ich weiß nicht. Kann's mir gut vorstellen. Ein wenig Graffiti würde ihr gut tun. Aber das muss warten. Schierer. Das wär's doch. Religion zum selber basteln. Darf ich Gott sein? Bitte. Ich bin Gott. Du bist, Watson. Ja, super. Harvey mit Kirche. Oh nein. Ich befürchte Schlimmes. Schau mal, Harvey. Eine Kirche. Da will ich nicht rein. Vielleicht gibt es da drin jemand, der uns weiterhelfen kann. Oder hast du Angst, dass du dich auf der Türschwelle in Asche verwandelst? Noch lachst du. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich hätte mir Schlimmeres vorgestellt. Topf mit Kirche. Konzentrier dich, Edna. Du kannst nicht noch weiter herumtrödeln. Ach, wieso nicht? Wir wollen den Stream doch ordentlich in die Länge ziehen. Wir wollen doch 2-3 Stunden draus machen. Wir wollen hier alles mit allem kombinieren und hier noch ordentlich, ja, dran sitzen. Ich will das Finale heute nicht schaffen. Das Feuer Christi brennt hier offenbar auf Sparflamme. Wo nicht? Wo nicht? In welcher Kirche nicht? Ich sollte erst einmal gucken, ob überhaupt abgeschlossen ist. Das wäre ein Versuch wert. Konzentrier dich, Edna. Du kannst nicht noch weiter herumtrödeln. Nicht? Ich will aber auch noch rumtrödeln. Ich will noch mit Pucki. In Harveys Neue Augen habe ich mich entschieden, diese Location, auch wenn es wirklich genau exakt dieselbe Location ist, aus einer anderen Perspektive zu zeichnen. Ja, hat da hauptsächlich Gründe von der Bildaufteilung her, aber es ist irgendwie ganz schön. Ich mag es, wenn man halt denselben Ort nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Das gibt dem Orten halt irgendwie mehr Realität. Im letzten Screen habe ich es nicht erzählt. Die Grabinschriften
eine sehr alte Kunst im Adventure-Genre, lustige Grabinschrift zu verfassen, kommt von René Anhaus. Die hat er damals geschrieben. Ja, hier vorne in diesem Grab ruht offenbar Hans-Peter, Staubsaugervertreter. Das ist gemein, dass es lustig ist, aber es ist lustig. Hm. Er riecht mit Kirche. Ich will nicht. Sich ein. Dann gehen wir mal zur Tür. Oh. Drinnen.